Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, Freunde. Grabt euch erstmal irgendwas Schönes zu trinken. Ich habe an dieser Stelle ein wunderbares Wasser von Vittel. Vittel. Guten Morgen, Freunde. Wie geht's euch? Habt ihr gut geschlafen? Seid ihr schon wach? Warum seid ihr schon wach? 9:45 Uhr. Leute, warum seid ihr schon wach? Ich wünsche euch trotzdem einen wunderbaren Dienstag und wir schauen uns das neue Unsympathisch-TV wieder an, Freunde. Ich muss gestehen, die Nicht-Lachen-Challenge habe ich alleine schon gesehen. Es tut mir leid, Freunde. Da saß ich hier mit Hände reiben und konnte mich nicht zurückhalten, ja. Aber jetzt schauen wir uns das neue Video an. Endlich reich werden. Heißt es, ich bin sehr gespannt, Freunde. Ich würde sagen, wir schauen direkt rein. Let's go! Tube News mit ihrem Nachrichtensprecher Hascha Sellinger. Ehrenmann, das ist mein Lieblingsnachrichtensprecher, muss ich sagen. Direkt nach Klaus Kleber, ja. Was war das denn für ein ernster Blick von Sascha? Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, kursieren neben relevanten Themen wie meine Videos auch irrelevante Themen wie das Coronavirus. Und ich habe mich mit meiner Reichweite dazu verpflichtet gefühlt, jemanden zu fragen. Jemanden, der Ahnung hat über das Coronavirus. Nein, Leon, Freunde, Leon strikes back. Coronavirus. Jemand, der uns aufklären kann. Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, begrüßt mit mir bitte gemeinsam Dr. Lovelock. Ganz wilder Typ, Leute. Leon, ganz, ganz wilder Typ. Ganz wilder Typ. Es geht hier nicht um ein Virus oder so. Nee, geht's nicht. Okay, und was dann? Es gibt viel zu wenige Leute, die mal reflektiert hinterfragen, was da gerade passiert. So. Was passiert da gerade so? Angstmacherei. Kontrolle. True, Leute, er hat recht. Hier werden auch die richtige Statistik dazu noch eingeblendet. Hier Todesfälle 110 in Deutschland. Es ist nur Angstmacherei, Freunde. Also merkt euch das. Uns vorschreiben, was wir zu tun haben, was wir nicht zu tun haben. Freiheit einschränken. Okay. Man muss doch mal diese ganzen Zeichen sehen, die da kommen so. Ich hab's nicht gesehen! Ich hab's nicht gesehen! So. Bei... So. So. Ja gut, ja. Wenn's so ist... Freunde, jetzt mal so. Nicht, würde ich da sagen, ja? Danke nochmal an Dr. Lovelock für diese wilde Aufklärung. Schauen wir doch mal weiter in Richtung Finanzen und Investments. Jetzt gerade, wo alles ein bisschen den Bach runtergeht, sage ich mal, muss es doch irgendwas geben, was eine sichere Anlage wäre. Aber sammeln natürlich trotzdem auch, ne? Denn sowas wie die Brennnessel, sowas gibt es nicht ein zweites Mal, ne? Was? Also jetzt no front gegen diesen Dude. Ganz wilder Typ, sieht nach einem coolen Channel aus, actually so. Sowas Gutes, Gesundes, das ist einmalig. Ihr habt es zuerst gehört. Oh nein. Ich bin reich, 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 reich. Einige Mitbürger und Mitbürgerinnen haben sich schon die Frage gestellt, was esse ich als erstes, wenn die Quarantäne vorbei ist? So einen schönen Köftespieß. So einen schönen Köftespieß, aber wo? Kolbstraße. Ein Köftespieß. Ein Köftespieß. Mit gar keinem Reden auch und so. Kolbstraße, aber was muss ich sagen? Handy, du brauchst auch ein Telefon, Bruder. Herr Wall, gib mir einfach nur ein. Du brauchst auch noch ein Telefon. Und der Köftespieß bei Herr Wall schmeckt auf einer Skala von 0 bis zu wild. Zu wild. Während ich als Nachricht. Wo kommen die ganzen Clips her auf einmal? Sascha hat so Goldfinger. Er hat Goldfinger. Er sucht zum Internet und krot alle klein mit seinen Fingern die ganzen Goldclips raus, Alter. Ich spreche Homeoffice betreibe und über den Coronavirus berichte, gibt es manche Kollegen von mir, bei denen was ganz anderes kickt. Daxe Quark and Fisch go bla. And the seal goes au au au. Herr Newstime? Bruder? What does the fork say? Wing, 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 wing. Jetzt wissen wir schon mal, warum Herr Newstime heißt und nicht Herr DSDS. Holy shit, Digga, das wäre echt eine Nummer zu viel. Zum Glück gibt es aber noch Sänger in unserem Land, die im Gegensatz zu Herr Newstime Talent haben. Und alle! Oh, Freunde, wir machen direkt ein bisschen leiser. Mama! Die Nachrichten gefallen haben, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen, falls ihr diesen Nachrichten kann. Ich finde gut, wie das von Knossi immer noch läuft im Hintergrund. Ah, und ich abonniert. Es ist im Hintergrund aber lauter als Sascha. Könnt ihr jetzt auf kostenfreie Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen? Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Ehrenmann.
kommt noch ein Clip am Ende. Ich brauche einen Clip. Einfach so sagen, bleib zu Hause, geht nicht. Geht nicht. Muss so irgendwas anderes her. Ehre. Ehre, mal. Schönes Video, Alter. Neues Format, oder? So YouTube News, News-Tube. Hatten wir das schon? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. War aber ein ganz wildes Video, Freunde, ja? Ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag in euren eigenen vier Wänden, falls sie denn euch selbst gehören, ja? Leute, wir haben heute noch drei andere Videos bekommen. 13.45 Uhr, 16.45 Uhr, 19.45 Uhr, 19.45 Uhr. Freut euch da drauf, Freunde. Für alle Rap-Fans und JPB-Fans. Freut euch drauf. Ich gebe euch einen Kuss. Habt einen wunderbaren Tag. Tschüss.